Ich habe Männergrippe. Es hat mich erwischt. Ich werde wahrscheinlich sterben. Ich schaffe das schon irgendwie. Meine Mandeln sind geschwollen. Mein Hals tut weh. Aber wir müssen Isaac spielen, oder was? Und deswegen gehen wir da jetzt heftig rein und ballern uns ein geiles, nices Checkmark für Tainted Eve. Mhm. Gestern habe ich ja versehentlich auf Continue gedrückt. Viel zu weit. Da. Und ich habe jetzt gelernt, dass es viel zu laut ist erstmal, ich nehme auf, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn wir uns am Anfang festlegen, wo wir hingehen wollen. Und deswegen sage ich, yo, wir gehen zu... zum Beast. Lass uns zum Beast gehen. Attacke, rein da. So, dann kann nämlich jetzt auch nichts schief gehen im Sinne von, ah nee, das doch nicht gemacht und das hier eh vergessen und bla bla bla. Das ist ja so geil. Eigentlich ist es wirklich gar nicht so schlecht, weil... wir damit auch an Kisten zum Beispiel rankommen, an die wir sonst nicht rankommen würden. Wie die da unten zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es bei geschlossenen Kisten geht, ehrlich gesagt. Nein. Okay, dann. Never mind, weißt du. Okay. Ja, ich habe auf jeden Fall eure Tipps gelesen in den Kommentaren. Sehr, sehr nett. Und sehr, sehr gute Tipps. Mal gucken, ob ich die alle direkt umsetzen kann. Aber ja, das sind ja tatsächlich so Sachen, ja, die machen ja vorne und hinten richtig viel Sinn. Aber man muss auch erstmal drauf kommen. Also ja, sehr, sehr gut. Danke, danke. Ich glaube, ich bin tot. Ich wäre tot gewesen. Mhm. Bitte weg. Also ja, das mit den roten Herzen zum Beispiel, da bin ich ja sogar in der letzten Folge selber noch drauf gekommen. Ganz smart und so. Ja. Aber ja, das ist schon, weiß ich nicht. Ist nicht so ganz mein Lieblingschar, muss ich sagen. Ja, das ist doch kacke hier, oder was? Oh, bitte, ey. Das ist ja der schlimmste Raum, den es gibt auf der ganzen Welt. Mit jemandem, der eine Fire Rate wie sie hat. Bitte. bitte hör auf. Ja. ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, nur weil sie jetzt die Möglichkeit hätte, irgendwann mal, wenn man alles richtig macht und ganz viel Glück hat, so richtig stark zu sein. Hm. Weiß ich nicht, ich mag sie nicht. Habe ich viel drüber nachgedacht und ich sage, es ist ein Char, den mag ich nicht. ist jetzt natürlich noch lange nicht auf dem Level von sowas wie Jacob und Esau oder Tainted Esau, Tainted Jacob. Aber ja, nee, gibt geilere Chars, ne? Gibt geilere Chars. Tainted Isaac mit seiner Challenge nur 8 Items zu haben und seinen ganzen Funktionen, die da mitkommen. Lost und Tainted Lost, einfach nur wegen der Challenge. Weil man aber weiß, worauf man sich einlässt. Kein unnötiger Unfug, sondern einfach nur, ey, du darfst nicht getroffen werden, das ist alles. Oder wen haben wir da noch? Tainted Lilith. Richtig geil mit der Funktion da. Diesen Fötus. Was es da schon wieder alles für Synergies und so gibt. Aber sie hier, ah, ich weiß ja nicht. Ist schon irgendwie doof. Aber hey, es gibt sicherlich Fans von ihr da draußen. Ich will sie jetzt auch gar nicht unnötig haten, aber mein Ding ist sie nicht. Egal. Also, das haben wir geschafft. Ich guck mal, ich würde ja gerne ein Item Room skippen und so für Planetarium und dann auf dem Rückweg, aber sie ist halt so übertrieben schwach und kacke, dass die Item Rooms halt sau wichtig sind. Ne? Das ist also das Ding. Und ich glaube, wir verlieren hier jetzt unseren Devil Deal. Nein, doch nicht. Okay. Bitte hört. Bitte sterbt doch einfach. Guck mal, die sind halt auch einfach unsterblich. Da habe ich schon 12 Schüsse. Oh, guck mal. Das ist gut. Oh, das ist auch richtig gut. Okay, jetzt geht's ab hier. Ja, jetzt geht's ab. Jetzt bekommen wir Momentum. Mhm. Danke. Ja, für sowas ist der Magnet halt schon ganz nice, aber ganz ehrlich, da würde ich lieber fliegen können. Ist so. So. Dass diese nervigen kleinen Stinker hier andauernd irgendwo stecken bleiben,
Das triggert mich. Bitte hört auf! Wir machen halt einfach kein Damage. Wie kann das sein? Oder treffe ich nicht und merk's einfach nicht? Und wie die alle gesplittet sind. Das ist so scheiße! Der Hate geht los. Okay, ich glaube, ich will mit ihr auch nicht auf Devil Deals gehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr kontraproduktiv. Ich glaube, mit ihr will man... Was ist das hier für ein Kackraum eigentlich auch? Close Call. Ich glaube, mit ihr will man halt wirklich Angelo machen, damit man so viel HP wie möglich behält. Das ist auch richtig geil, einfach nur. Ja, dann gehen wir weiter. Kein Bock. Super Secret Room könnten wir gleich nochmal abchecken. Oh, das ist wieder so ein Raum. Alle meine Bloodclots werden sonst wo sich verteilen und alles wird kacke sein. Oh, da sind sie weg, ey. Hängen geblieben. Schön hängen geblieben. Das ist ja wie Jacob und Esau. Nur halt nicht ganz so scheiße. Oh, bitte. Bitte nicht! Die Fire Rate, wirklich. Ja, das wird eine schwierige Woche für mich, glaube ich. Weil ich habe halt auch wirklich immer bei Lost, ich weiß noch, so die Lost-Wochos, ne? Oh, es hat so Spaß gemacht, also mir zumindest. Ich habe mich wirklich richtig doll auf die Aufnahmen immer gefreut, bin extra mega früh aufgestanden, habe mir extra noch mehr Zeit fürs Editing genommen und so weiter, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Aber hier habe ich jetzt schon gemerkt, gar keinen Bock, ne? Ich habe gar keinen Bock auf diesen Char. Ich weiß nicht warum, aber das ist ähnlich wie bei, oh mein Gott, ja, Tainted Blue Baby. Das war bis jetzt am schlimmsten. Weil den habe ich halt überhaupt nicht gemocht. Bei Jacob und Esau, da weiß ich wenigstens, ey, ja, die sind scheiße, keiner mag sie, bla bla bla. Aber es kann wenigstens unterhaltsam werden, ne, im Editing. Aber wirklich, so Tainted Blue Baby und sie bis jetzt, weiß ich nicht. Machen mir nicht so viel Spaß. Wir wollen zum Beast, ne, also gehen wir da rein. So, mein Tee dürfte langsam auch trinkbar sein. Der war total heiß eben noch. Mit Honig. Von gegenüber. Oh nee. Oh nee. Ja, ich krieg die auch einfach nicht. So. Ja. Oh, ein Hit noch und wir sind tot, sehe ich gerade schon wieder. Das ist so geil. Haben jetzt nicht gesehen, ob der straight schießt oder... Ja, okay. Gut. Wir brauchen Herzen. Und davon jede Menge, sonst sind wir gleich tot. Das ist kein Herz, das ist ein Euro. Das ist, nein. Da ist ein Herz. Es geht los. Es beginnt. Yay. Oh mein Gott, da kam gerade ein Schuss hoch, ne? Ich hab den nicht gesehen. Oh Mann, ey. Ich würde so gerne die Spider-Mod haben, dass ich mal sehe, wie viel Damage wir eigentlich machen. Weil das wirkt halt, als würden wir 0, irgendwas pro Schuss austeilen. Weil wir haben so viele Shots und wir kriegen die Dinger nicht down. Gut, 90% gehen auch daneben. Aber egal, darum geht's gar nicht. Ja, ich hoffe, heute Abend wird es mir besser gehen. Heute ist ja dann auch Mittwoch. Also heute ist auch meiner Meld Mittwoch. Und, ja, heute Abend ist ja der Stream mit der Auflösung von eurer Kastanien-Challenge, ne? Wer die schönste Kastanie gefunden hat, bekommt Game Keys. Die besten drei bekommen Game Keys. Wow! Ja, geiler Char, wirklich so geil, so unglaublich geil. Ah, ich freue mich. Naja, auf jeden Fall heute Abend die Auflösung on Stream dann. Und ihr bekommt eure Game Keys. Ja, mal gucken, wie es mir bis dahin geht. Ich hoffe, nicht allzu schlecht. Aber wenn das so ist, dann ist das so, ne? Dann ist das so. Oh, mach die Kacke weg hier. So, zwei Items. Gib ihm, ey. Ja. Geil. Oh, oh, so unglaublich geil, ey. Das ist ja so geil. Oh nee, ey. Das nehme ich auch. Ja, das sind die Banger. Da, ja, und die blocken Projectiles oder was? Ich glaube, das habe ich gerade so gelesen, ja. Mache ich.
Werf. Dann mache ich mir mal kleine Klotz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah. Nichts könnt ihr. Boah, Stuart, ey. Du musst lernen, weicher zu springen. Das ganze Haus wackelt, wenn du von deinem Turm runterkommst. Und ich erschreck mich. Starskarte, okay, auch gut. Library könnten wir nochmal abchecken. Vielleicht finden wir da ein besseres Active Item als unsere kackige Bohne. Ich gehe mal fest davon aus, dass es so sein wird. Naja. Book of Sin ist schon nicht schlecht. Book of Belial vielleicht sogar noch besser. Oh, schwer zu sagen. Ja, ich glaube, ich bleibe erstmal beim Book of Sin. Erstmal so ein paar Consumables und so, ne? Das ist schon ganz geil. Ja, ja. Baum. So, Willow. Kannst nix. Aber ich kann noch viel weniger. Denn ich bin Tainted Eve. Ha. Ha. Guck mal hier. Das stirbt nicht. Alle gestorben gerade von meinen Leuten. Ist unfassbar. Gib mir das. Gib mir das auch. Das war meine Stars-Karte. Das war die Sun-Karte. Okay, damit... Ja, warte mal. Gut, speed up. Boah, nehme ich die auf dem nächsten Floor, ey? Ich glaube, ja. Und den Panic-Button nehmen wir mal mit, was soll's. Ich hatte mich gerade gedacht, damit könnte ich mich jetzt wieder hochheilen. Aber dann mache ich das nachher auf dem nächsten Floor. In der Hoffnung, dass ich jetzt auch mal ein schönes HP abbekomme hier. Denn eigentlich alles, was du mit ihr willst, ist ja HP, ne? So, bis du so 20 Herzen hast. Weil du tradest die ja eh weg. Und dann irgendwann können wir über Damage reden. Aber leider läuft es nicht. Und ich gehe auf Angelo, aber sowas von. Ich gebe meine Herzen nicht weg. Ja, tut mir leid für die, die jetzt, naja, Tainted Eve als ihren Favorite Char da draußen haben und sich jetzt alle angegriffen fühlen. Naja, it is what it is, ne? It is what it is. Ich habe vergessen, vorher meine Herzen wegzumachen. Egal. Emperor, wollen wir direkt rein oder... Also trauen wir uns den Fight zu? Erstmal, aha. Splat. Splot. Okay, da kann mir auch nichts passieren. Ich brauche jetzt ein geiles Item. Das ist gar kein geiles Item. Das ist richtig gut, was hier passiert, ey. Da ist ein Mini-Boss drin und da ist der Secret Room. Okay. Geht noch. Naja, naja. Wir erhöhen die Chance auf den Angelo. Oh Gott, ey. Finde ich jetzt halt noch ein Herz zum Protecten oder nehme ich lieber den Emperor und hoffe, dass es ein Boss ist, den ich drauf habe. Komm. Mach nicht diesen. Ah, kostet ein bisschen Angst gekriegt. Full Health. Ach, Tearstone. Ja. Wenn ich das jetzt benutze, sind dann alle weg? Nee, okay. Die Überschüssigen bleiben. Das ist gut, das ist gut. Ich konzentriere mich gerade nur ein bisschen und mache so Tap-Shots. Tearstone. Geil, geil, geil. Wollen wir zum Shop? Ja, vielleicht ist da ein Soul Heart drin. Kleines Sony Moly, ey. Wen killen wir zuerst? Ha! Ha! Gut. Hi. Easy. Okay. Einfach nur ein bisschen Achtung, Machtung oder passt das schon? Boah! Ha! Oh Gott. Der stirbt doch einfach. Gut. Gut. Ja, dafür ist mir die Bombe wert, glaube ich.
Das ist es mir wert. Blub, blub. Jetzt da mal reinkocken. Absoluter Schmutz. Na komm, ein. Ein für Mutti, ey. Oh. Ja, dann behalte ich die Emperor Card nochmal. Oh. Gut. Ein bisschen Bargeld. Ein gefährlicher Fatty ist das. Der ist sehr, sehr schnell und er kann auch sowas, ey. Ha! Bitte, ich brauche doch diesen Angelo jetzt, ey. Mach doch jetzt keinen Scheiß mit mir. Hilfe! Okay, alles ist cool. Wo ist er? Ist er nah genug? Nee. Nein! Dieser Scheiß. Wirklich. Das ist ja so geil. Wirklich unglaublich geil. Dass wenn man eine Karte aufhebt, die sich immer in den Vordergrund schmeißt, ne? Ich wollte gerade Samtorium nutzen. Ah. Ich hasse Pocket Actives. Naja, dann halt kein Angelo. Und tot sind wir auch gleich. Baba. Schön so ein Champion-Mega-Fatty jetzt hier. Geil, geil, geil. Ach, da haben wir ein Herzi-Merzi. Und das nehme ich auch. Und das endlich, Dankeschön. einfach nur weg hier. Das war ein guter Fight. Sehr, sehr gut. Oh, rein mir den Honig, ey. Leg dich über die Entzündung im Hals, genau. Okay, jetzt haben wir aber schon gut viele von diesen Boys hier. Das ist ganz geil. Jetzt brauchen wir halt nur noch Damage und mal ein Item in drei Floors, ey. Also aus dem Item Rooms. Da haben wir bis jetzt eigentlich nur Bone Spurs. Oh Mann. Weil die anderen Items sind halt alle Schmutz gewesen, ne? Stars. Okay, ich nehme es einfach. Warte, wir gehen in die Curse Room und starren out. Dann sparen wir uns ein halbes Herz. Ich make das mal. Ba, 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 ba. Natürlich. Tears down. Richtig nice. Und Tears up. I can see forever. Auch gut. Raus hier. Oh, es ist ja, es wird ja auch nicht besser hier, ne? Woo! Geil. Oh. Da war leider ein Tinted Rock, aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Auch ein richtig nicer Raum. Für meine Brüder hier. Okay. Gut, haben wir das gemacht. Richtig gut. Nehmen wir lieber die Bombe, um da reinzukommen? Ja, ne? Komm bitte her. Achso, der splittet sich auch nochmal in zwei, ist ganz klar. Ba. Bo. Ha! Oh mein Gott. Kommt mir nicht entscheiden, wo ich hindodge. Also bin ich einfach gar nicht gedodged, aber meine Boys haben getankt. Ja, lieber mit Bombe rein, ne? Obwohl, brauchen wir gar nicht. Wir haben ja I Can See Forever. For free. Oh ja, ja! Woohoo! Ich liebe es, wenn Sachen funktionieren, ey. Oh, geil. Oh. What? Okay. Okay, okay, okay. So. Einfach nur zum Boss und weg hier. Da oben ist ein Tinted Rock. Das finde ich sehr, sehr nett auch. Und wir haben sogar eine Bombe. Das ist so krass, wirklich. Skadoosh. Sehr gut. Und die Bombe wiederbekommen. Es war also einfach nur ein Soul Heart for free. Dass ich das noch erleben darf hier. Bitte schießen. Danke. Dam dadlam. Oh nein. Back. Warum sind wir so übertrieben schwach? Das ist unglaublich. Wir haben 6 Damage, ne? Und 500 Shots. Ja, aber ich weiß jetzt auch, dank euch in den Kommentaren, die Dinger hier, die haben HP, und zwar 15 scheinbar. Das bedeutet, die sterben
halt, wenn sie Damage bekommen. Und wahrscheinlich nicht, wenn sie einfach nur... Also ich habe halt gedacht, nach einer gewissen Zeit sind die halt einfach weg. Aber wahrscheinlich ist es dann immer, wenn die Damage bekommen. Irgendwo über Spikes laufen oder sonst was. Das ist gerade sehr, sehr schön. Das freut mich auch. Und jetzt machen wir mal schön den Boss und holen uns jetzt den Angelo Merte. Ja, da sind gerade wieder ein paar gestorben, glaube ich. Bitte. Ba, 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 ba. Wir sind fast tot gewesen schon wieder. Oh mein Gott, ey. Wie ich sie hasse. Ja! Ja, natürlich. Weil wir es verdient haben. So ist es nämlich. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir ihn schaffen. Deswegen gehen wir weg hier. Okay, Holy Mantle. Big, big, big. Wie lange hatten wir das nicht mehr, ey? So, die eine Mechanik habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Wann haben wir dieses Mom's Knife-Dings, was sie manchmal hat? Hatten wir vorhin auch. Ich weiß nicht, ob es in dem Run davor war oder in diesem jetzt hier. Wir haben auf jeden Fall alle unsere Bloodies verloren. Naja, egal. Das war, wir waren auf ein halbes Herz runter. Und dann hatten wir auf einmal so, die, naja, ihre Flöte halt in der Hand da. Was so ein bisschen wie ein Mom's Knife funktioniert. Das heißt, Erlzin hatte zum Beispiel die Idee, kann man das nicht dann einfach forcen? Halt Holy Mantle, und das haben wir gerade. Dann, auf ein halbes Herz runtergehen. Und dann ist es ja im Endeffekt wie The Lost. Ne, und im Notfall kann man dann Samtorium machen. Aber sie hat ja nicht immer, wenn sie ein halbes Herz hat, auf einmal dieses Messer. Also wann kommt das? Keine Ahnung. Nö. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Okay, hier können wir wieder ein paar Brüder generieren hier. Weg, weg, weg. Wir haben ja jetzt genug Verteidigungsmaterial. Aber wir brauchen halt ein paar gute Items, sonst war's das mit Beast. Also Beast werden wir nicht schaffen, wenn wir hier so rumeiern. Beziehungsweise auch der Weg dahin ist halt auch so eine Sache, ne? Das ist ja wirklich so unglaublich geil, dieser Raum. Ne, die könnt ihr alle mal. Oh, nice Bombe. Die lief gut. Die hat funktioniert. Nein. So. So. Ja. Gut. Und jetzt noch der Big Boy. Man kann die auch von der Seite treffen, aber ich mag das nicht, wenn die dann auf einmal sich zu dir drehen. Babum. Finde ich ja grundsätzlich ganz cool, das Item, aber es bringt mir jetzt halt gar nichts. Aber pass auf, der Run wird noch richtig glorreich, wird er. Oh, ich hänge hier fest. Der wird noch so big, das glaubt ihr gar nicht. Strength, okay. Ich mache wieder runter auf 15 hier, scheiß drauf. Oh, gut, danke. Ist mir egal. Ja, wenn die jetzt, Emperor Strength, okay. Was wollte ich sagen? Wenn wir jetzt hier Dingsbums bekommen, Epic Hack und Host Head, dann bam, 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 dann knallen die halt richtig rein, ne? Gut, nochmal 12 Euro. Ich guck mal, ob wir hier den Super Secret Room noch finden. Easy. Gut. Will ich hier schon meine Strength benutzen? Irgendwie ja. Wir sind nämlich echt weak. Echt weak. Ach bitte. So. Jetzt du und ich. Keine Ahnung, wie ich dich immer treffen soll, aber da. Nein! Ja doch. Komm, eine nehme ich noch, ey. Ist mir egal. Das wäre mir sonst zu anstrengend geworden. So, Jesus Juice haben wir auch. Dann, ja. Ich glaube, jetzt kommt schon Mom's Foot, oder? Das war nochmal Emperor. Nee, ich behalte mal Strength. Ich behalte mal Strength. Na, Stewie? Okay. 33er Angelo. Ist nicht viel. Weil könnte auch ein Satanus werden. Aber ich hätte so gerne einen Angelo Merte. Vielleicht schaffen wir Boss Rush. Also zeitlich auf jeden Fall, aber... Naja, wir sind halt sau schwach, weil wir einfach kein einziges Item bis jetzt bekommen haben. Oh!
Alright, es geht in die richtige Richtung. Tears up und Damage up und zwei Black Hearts. Sweet. Dann zauber ich mir mal... Ja, ein halbes Black Heart noch weg. Mhm. Mhm. Babom. Und raus. Kommt mit, meine Freunde. Meine blutigen Kleinen. Gut, gut, gut. Guck mal, wie die im Abyss bouncen. Macht das Sinn? Oh, das ist ein ganz gemeiner Raum. Und alles wird in die Mitte gesaugt. Nice. Oh. Holy Mantle, ey, wirklich. So ein poggiges Item. Damn. Hatten wir auch schon ewig nicht mehr. So, und hier haben wir das. Das Gedusch. Dann machen wir hier auf. Machen wir mal. Was soll's, ey? Was soll's? Besser als der Panic-Button. Der bringt nämlich jetzt mit unserem Item nicht allzu viel. Bitte alle mitkommen. Bitte alle mitkommen. Bla. Bla. Ba, 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 bo, ba, ba, ba. Zack, zack. Was ist das? Hierophant. Okay, wir können nochmal ein Soul Heart wegtraden. Yo. Bum, bum. Cool, müssen wir natürlich behalten. Und jetzt bitte mal ein gutes Item. Satanic Bible hier einfach so im Item Room. Im Bookworm sind wir dann auch. Ich glaube, die ist ein Take. Ich glaube, die ist ein heftiger Take. Ja, ja. So, dann können wir nämlich gleich auch wieder ein Hard wegtraden. Habe ich schon? Ist es weg, ja. Zack. Okay. Survivability relativ sichergestellt. Jetzt brauchen wir nur noch bitte etwas Damage, ne? Oh ja. Gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, wir haben langsam... naja. Wie heißt das? Die richtige Ausfahrt genommen quasi. Wir haben's... Wir haben... Ne? Wir haben hier was am Laufen. Keine Ahnung, ey. Oh, nee. Obwohl, ich habe Holy Mantle. Alles wird gut. Ja. Gut. Und direkt nochmal. Kein Problem. Und das wird auch direkt verwurstet. Den Secret Room holen wir uns hier. Alter. Vielleicht noch Solis? Wir haben 2 Minuten jetzt noch für Mom's Heart. Für Mom's Foot meine ich natürlich. Ich weiß nicht. Dann gehen wir weiter. Wir können ja theoretisch auch wieder raus, wenn wir wollen. Hä? Was macht ihr denn da oben alle? Hä? Arschen mich doch schon wieder, wo es nur geht, ey. Kommt mal alle her hier, danke. Isaac! Blablabla. Okay, okay, okay. Es läuft, es läuft, es läuft. Ja, Splash Damage. Ich weiß halt nicht, ob die auch so Splash Damage machen. Ich glaube, ja. Okay, das haben wir geschafft. Perfection, oh mein Gott. Alter. Und Angelo Merte. Oh, gut. Ich nehme Damage. Ich gehe hier rein. Gibt Geileres auf der Welt, Angelo, ne? Aber egal. Will ich Perfection, ist die Quest schon. Ich hab nix. Nö. Nee, dann egal. Komm, wir gehen mal rein. Wafer auch noch. Mutter. Mutti. Das ist ja so geil. Andererseits ist der Fruitcake auch nice. Aber nee, wir nehmen auf jeden Fall den Wafer. Und dann hoffen wir mal, dass wir den Bossrush überleben. Ja, ja, ja. Coolkarte haben wir am Start. Da hinten Carrion Queen, die wird wieder alles voll scheißen. Das kotzt mich jetzt schon an. Okay, ganz viele Bones werden wir generieren, hoffentlich. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Bitte Strength oder sowas. Nee, Empress. Oh, auch gut. Empress, rein da. Kleiner Buffy Muffy. Boah, der Knockback, Alter. Wo ist die Musik? Ich habe keine Musik. Das ist irgendwie super buggy hier alles in letzter Zeit. Nein, wieso? Ich wirklich, ich hasse diesen Char so sehr. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wir haben Spieler unser ganzes Leben weggemacht. Oh.
Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich einfach im Bett geblieben wäre. Na schön mit meinem Bademantel auf Doom, ey. Ach so, rein da, rein da. Ja, nee, ne, gehört dazu. Ich glaube, die Challenge wird an euch gehen. Das ist der zweite Fuck-up. Ich gehe weg. Na, pass auf, der Run wird noch richtig glorreich. Wird er. Oh, ich hänge hier fest.